Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Link Winterwams Edition. Letztes Mal haben wir diesen Turm bestiegen, obwohl er voll mit Gannons Exkrementen ist. Haben wir es geschafft. Und jetzt machen wir uns auf den Weg. Welchen der beiden Schreine habe ich markiert? Den habe ich markiert. Und da ich den markiert habe, werden wir den anderen zuerst machen. Das klingt fair. Da unten ist ein Stall. Den machen wir, nachdem wir den Schrein gemacht haben. Gehen wir zum Stall. Und los geht's in die Schrein. Dann sehen wir doch mal, was für eine Prüfung uns hier erwartet. Ein Gyro-Rätsel, ein Gyro-Rätsel. Da hatte ich letztes Mal ja schon. Oh, hatte ich letztes Mal schon meine Denken mit. Okay, also ist das so ein Schnelligkeitsding hier? Geht's noch? Okay, so geht's auch. Klang aber so, als würde es mit jedem Schild gehen. Nicht nur mit dem Wächterschild, dafür brauchen wir das Wächterschild. So. Und dein Gyro-Puzzle. Ah, die habe ich ja irgendwie gefressen. Komm. Oh, der letzte Ball. Nein. Nein, nein, nein. Oh, ich hatte es doch so. Ich finde, es ist ein bisschen sehr sensitiv für die Bewegung. Ich hätte halt lieber ein bisschen grober. Also ein bisschen. Nicht grober. Wie soll ich das sagen? Dass ich das halt mehr bewegen kann, aber es dafür feiner ist. Dürfte ich mal drum bitten, dass das da jetzt nicht hakt? Ey, komm, das ist doch jetzt ein Scherz. Also wenn es eine Sache ist, die ich nicht abkann, sind diese Gyro-Rätsel. Das ist echt, ich meine, das war gelöst und gut ist, aber. Nee, nee, pff, tut mir leid. Tut mir leid, aber nee. Nein. Der Blutmond. Kannst seine Ausrüstung oder seine Mähne umfrisieren? Ja, die Pferdesteuerung ist kacke, willst du damit sagen? Nicht mehr und nicht weniger. Fühl dich ganz wie zu Hause, Nanu. Das ist ja ein Prachtexemplar. Wenn du willst, kannst du die Ausrüstung deines Pferdes ändern und seine Mähne umfräsen. Mich interessieren aber nur Pferde, die mit viel Liebe gezähmt wurden. Trifft das in deinem Fall zu? Oh, was für intelligente Augen. Das Tier liebt dich. Es lässt sich sicher gerne von dir neue Ausrüstung anlegen. La. Ich will einfach die Frisur unseres Pferdes ändern. Kurzmähne.
Diesmal wollen wir rechtzeitig. Sieht so aus, als hättest du mich gerettet. Hier, ich hab was für dich. Jetzt nimm schon. Dieses dubiose Genussmittel ist aus Kiltons Monsterforscher vorgegangen. Misch mal es mit anderen Zutaten, soll es ungewöhnliche Monstergerichte ergeben. Du schaust etwas verdutzt. Das Monster ist sind. Kilton vom Monsterladen stellt dieses Mittel angeblich her. Es soll jeder Medizin einen angenehmen, voll saftigen Beigeschmack bescheren. Das ist eine gute Wahl, kein Zweifel. Du, du, du. Okay. Ja. Wie in den Totenkopf, ist klar. Und noch ein Stall. Jetzt sind die ja auch in jeder Ecke. Oh. Shit. Und auf geht's. Wir haben schon wieder 4 Zeichen der Bewährung gesammelt und eine Riesenhand auf unserem Rücken. Ich finde die Riesenhand interessant. Wieso Gyro-Rätsel? Was? Hört doch einfach auf mit Gyro-Rätseln, ha? Huh? Können wir das nicht irgendwie abmachen? Oh Gott. Okay. Ich habe ihn wirklich gerade bewegt, ne? Das möchte ich nur noch mal zur Gyro-Steuerung anmerken. Man würde ja meinen, dass wenn man den Controller gerade bewegt, dass es dann gerade sein würde. Puh. Endlich. Aber wie gesagt, also Gyro-Rätsel bitte nicht mehr. Weiter geht's. So. Oh, eine Quest. Guten Morgen. Ich bin Holm und laufe hier Patrouille. Hier ist richtig gefährlich geworden. Ja, stimmt. Oh ja. Hier gibt es einen verdächtigen Charme namens Kilton. Er zieht nachts seinen Karren durch die Gegend, von dem er mit seinem sogenannten Monsterladen träumt. Sein unheimliches Aussehen macht die Leute ziemlich nervös. Kennst du diesen Kilton? Ich kenne ihn nicht. Aha. Jedenfalls, wenn du eine verdächtige Gestalt ihn sag mir bitte genau, wie es aussieht. Okay. So. Daniel. So. Und den anderen Forscher besuchen wir dann beim nächsten Mal, nicht wahr, Winnie? Ich dachte, ich kann einen Knopf drücken, hier zu geben, nicht, dass ich ihm einfach aus der Hand reißt. Den besuchen wir beim nächsten Mal. Tschüss.